Naturheilkunde ist also ein Begriff, der letztendlich uns signalisiert, dass wir alle die Fähigkeit zur Selbstheilung haben. Letztendlich ist Heilung immer nur das, was wir selbst in uns initiieren. Wir können die Patienten zum Brunnen führen, aber trinken müssen sie selbst. Wir können sie zur Tür führen, aber durchgehen müssen sie selbst. Und letztendlich ist jede Krankheit, jedes Symptom eigentlich nur ein Warnschuss, eigentlich nur eine Hilfe, um unser Bewusstsein aufzurütteln, dass wir in unserer Lebensweise was ändern müssen. Aber der Patient will ja immer Fresse, Rauche, Saufe und dann chronisch krank werden und dann zum Arzt hoppeln und dann über eine Spritze in den Hintern über Nacht geheilt werden. Sorry, so funktioniert Heilung halt leider nicht. Nie im Leben funktioniert es. Letztendlich müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie gesund werden wollen, dann ist das eine Frage der richtigen Richtung, weil der Körper ist hochsensibel und er belohnt uns vorweg, aber er schickt uns auch Signale und das sind dann die Symptome der Krankheiten.